Auf der Herzchen-Map. Auf der Herzchen-Map. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2 mit Zalrock, Mit mir? der übrigens auch heute aufnimmt, wenn alles Heute auch klappt. bei mir Aufnahme, jawohl, wenn alles klappt. Ich hoffe, Müssen das noch mal ruckelt nicht wieder wie Sau, aber okay. gucken, wie wir das mit den Veröffentlichungen machen. Denn, wobei eigentlich, wenn diese Folge kommt, müsste eigentlich schon nur was Geheimmissionen schon wieder durch sein. Ich bin aber noch nicht Formel 1 Weltmeister. Nein. Nein. Ich kann ja nicht so viel in die Kamera gucken, weil sonst funktioniert das hier mit dem StarCraft. Wusstest du, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon klar ist, wer in echt Formel 1 Weltmeister wird? Das war doch schon vor der Saison klar. Nein. Das ist ja immer noch nicht klar für uns. Ach ja, stimmt. Das ist ja das letzte Rennen jetzt dann irgendwann. Genau. Dieses Wochenende, also gestern vermutlich für euch. Weiß ich da nicht. Ist mir völlig egal, wenn im Rennen die zwei unsympathischsten Fahrer der ganzen Formel 1-Circus sind. Ich habe letztens ein F1-Video online geguckt von einem anderen Let's Player, der auch irgendwie eine Koop-Saison gemacht hat. Pete Smith, sagst du? Nee, irgendwer anderes. Ach der so. Hat tatsächlich Rosberg als seinen Lieblingsfahrer. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Geht's? Kann man so einen schleimigen. Ist wohl das kleinere Übel im Gegensatz zu Hamilton, aber das war's dann auch schon. Nee, da finde ich Hamilton schon besser. Der fährt mir nee. Nicht so eine gesenkte Sau. Hamilton. Mein Lieblingsfahrer im Moment ist ja hier Max Verstappen. Nee. Absolut. Also er fährt schon gut, aber manchmal fährt er halt auch nicht so toll. Der hat nämlich keine Angst vor irgendeinem Bullshit. Ja, aber er fährt halt auch nicht nett. Also wenn man ja, das ist ein nach Fehler, fairen wenn und guten Fahrern gehen würde, müsste man ja eigentlich Raikön-Fan sein. Nee, mich. Nee. Mit deinen Manövern in Italien hier, was nach diesem Wochenende, glaube ich, erschienen ist, kann ich das definitiv nicht behaupten. Das hat mir aber tatsächlich ein bisschen leid getan, was ich da getan habe. Mir auch. Ein bisschen, aber ne? Improvisiert hier übrigens gerade ziemlich. Ich bin Terraner, falls du das nicht. Dann nehme ich die, wenn du die unten nimmst, nehme ich die oben. Ja, mach das. Das ist schon mal ein Zerg. Oh nö, Mutti. Would it note, dass das Zerg ist? Und der scheint nicht hier gespawnt zu sein. Nein, das sind die oben rechts gespawnt. Übrigens noch keine einzige Einheit. Ja, ich auch nicht. Zuwallen hier fällt mir ich auf. Ich habe auch keine Einheit. Weil die Ram so riesig ist. Jetzt zu. Ha, das ist müsste zu. Zu sein eigentlich. Perfekte das Wall. Sieht zumindest zu aus. Ja, ja. Leider sind die. Soll ich mal wieder auf Kolosse gehen? Was ist denn der andere? Zerg und Terraner, glaube ich. Oder? Ja, kann man das denn vorne. Gucken? Ja, der genau. Terraner ist schon mal hier. Was brauchen wir so? Sieht doch nicht so schlimm aus. Okay, war zwei weitere Barracks, aber vermutlich hat er schon expandiert. Okay. Zerg hat auf jeden Fall expandiert. Ja, das war klar. Rana da kommt Reaper. Reaper hier. Guck, hast du gesehen, wie ich aufgepasst habe? Sehr gut. Zum ersten Mal in meinem Leben passt jetzt StarCraft 2 auf. Nein, er wurde nicht getötet. Boah, Nergorix, Alter. Ja, kann ich ja nicht ändern. Komm, WBF, du schaffst das. Ist er das alleine hin? Oh, das ist WBF. Ja. Das musst du hinkriegen. Da helfe ich dir jetzt nicht. Da bin ich so fair wie in Formel 1, da helfe ich dir jetzt nicht. Tot. Du bist tot? Nein, der Reaper ist tot. Ich bin noch nicht tot. Übrigens, für alle, die sich wundern, es sind immer noch Tankiwechs im Spiel. Wir spielen Wir schon spielen sofort vor den dem großen Patch. Das ist wichtig, dass der Patch groß ist. Ja, ist er. So einen großen Patch gab es beim letzten Mal tatsächlich mit dem Release von Legacy of the Void, der so viel geändert hat. Nur bei Protoss, da hat sich alles nur zum Schlechteren verändert, muss man tatsächlich sagen. Boah, Bullshit. Also wenn ich verliere, liegt das Adepten Patch haben jetzt eine kleinere Sicht. Boah! Oh, viele Linge. Haben wir was? Nein. Das war zu. Das war nicht nötig. Fehlzündung, Fehlschuss, Fehlschuss! Es könnte sein, dass er gleich versucht, irgendwie reinzudroppen oder so, ne? Oder Bending halt Bust. Ja, Bending Bust glaube ich fast nicht. Tippt am Ende denn schon auf den Baning Bust jetzt? Ja. Ich dachte, ich hätte die Main gescannt. Ich war leider an der Natural und das fand ich so schlimm. So, jetzt setze ich meine Production hier voll ein, Alter.
sich bauen. Weil es ja auf Kolosse hier, ne? Ja. Ja, da bin ich auch bei. Das heißt, wir greifen nicht so früh an. Also alles gut. Habe ich den Kurs gebaut? Ich vermute mal nicht, wie ich mich kenne. Profi, man nennt ihn auch Weltmeister. Wer hat mich denn je in meinem Leben Weltmeister genannt? Du? Nein. Also es kann sein, dass ich das im F1 2015 gesagt habe, im Singleplayer. Meister. Vermutlich schon. Meister. Meister. Ja, das stimmt. Wie sieht es in meiner zweiten Base aus? Brauche ich noch 3 Probes? Erstmal brauche ich einen Supply-Block. Aber nicht auf diesem Account übrigens. Was denn? Master. Meister. Ja, man kann auch in die Großmeisterliga kommen. Ja, das stimmt. Das ist übrigens so ein bescheuerter Name. Sei mal ein Spiel Schach. Oh, ein Spire wurde gerade in dem Moment gesetzt, wo ich gescannt habe. Ist das nicht schön? Also Cannons bauen in der Eco, ne? Bau erstmal eine Forge. Ja, bau die. Mach ich. Zumal du ja auf Kolosse gehst und Kolosse sind nicht dafür bekannt, dass sie gut in die Luft schießen können. Doch, da kommt mit dem neuen Patch alles. Hab ich eigentlich schon wieder keine Depots gebaut? Ich bin so schlecht als Terraner. Das stimmt. Dann schreibe ich meine Zuschauer immer, ey, du bist doch voll gut. Das liegt daran, dass ihr nur die guten Matches seht, wenn ich Terraner bin. Ja, das stimmt auch wieder. Ey, mit Aufnahme leckt das aber hier ein bisschen. Ach, scheiß drauf. Das gehört sich so. Das gehört so. Ach, frische 60 Frames hier. Stimmt gar nicht. Ich habe nur 45. Lügner! Aber es wird in 60 Frames aufgenommen. Das ist alles, was zählt. Wie viele Cannons muss ich denn da bauen? Ja, schon so ein paar. Okay. Also eigentlich 2 pro Ecoline. Eine da genau wie du gesetzt hast und jetzt eine Richtung deiner Forge zum Beispiel. Okay. Ja, ein bisschen höher noch eigentlich. Egal. Ja, egal. Wir sind ja keine Profis, wir sind hier nur Weltmeister. So, übrigens nur Mars Marines zu spielen ist keine so gute Taktik von mir. Nee, ich bin Supply Block. Da sind schon die Mutas. Hast du da die... Ah nee, ist ein Double Drop hier. Da hast du übrigens nichts gebaut. Nee, weil ich da auch keinen Pylon hatte. Ja, das ist nicht gut. Du wirst den Nexus leider verlieren. Das ist gerade nicht so geil, finde ich jetzt. Dafür dabei. Nein! Das andere Doppel ist weggekommen. Aber er hat immerhin alle verloren. Alle Einheiten. Das so, lass mal angreifen. Das ist nicht gut. Er kann ich nicht bauen. Hab ich schon gesagt, dass das nicht gut ist? Lass mal angreifen. Angreifen! Bin auf dem Weg. Das Problem ist, meine Einheiten sind nicht so die schnellsten jetzt, finde ich. Stimmt schon. Aber ich bin ja auch nicht gestimmt, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Stimmt ist, wir haben nicht so viel. Leider noch ohne Thermal Lens. Ja, das wäre gut. Der ist auch tot jetzt. Dann wurde er gefokust. Hast du keinen zweiten gebaut? Doch, der ist schon. Ich bin schon Tanks drum. Nicht in die Tanks rennen. Ich habe meine eigene Einheit angegriffen. Das ist nicht gut. Hast du dann. Nee, der Kolossus ist ein War Prisma. Ja, den habe ich auch gerettet. So. Ja, dann warten wir aus. Oh, dein Koloss rennt in die Mars Mutas rein. Stimme ist, dass wir da nicht hochkommen. Da jetzt lad doch den scheiß Koloss in die. Sind 2 Tanks, okay, wir haben verloren. Warum? Ja, du verlierst jetzt gleich alles gegen die Mutas. Und wir kommen nicht rein, um Schaden zu machen, und die haben schon 4 Basen. Okay, was haben wir erstmal hier, was haben wir falsch gemacht? Gleich mal in die Analyse gehen. Ich weiß nicht, wie viele Mineralien du hast. Du hättest auf jeden Fall nicht deinen Nexus verlieren dürfen. Na, 70 habe ich. Du hast halt einfach kein Income gerade. Der dritte ist nicht so früh. Also eigentlich ist das eine Umschreibung für spät. Du hast angegriffen irgendwo. Ja. Wo sind denn die Mudas hin? Da sind die Mudas. Ich kann hier in die Luft schießen. Das ist aber ein schönes Geschenk. Durch meine Arme geflogen. Ja, durch meine vor allen Dingen. Er kann ja nicht in die Luft schießen, das war das Problem. Ja, das stimmt allerdings. Bauen! Er morpht übrigens Mars Banelinger. Kriegst du die Vikings hin? Ich war noch schon. Ich kann halt nicht reinrennen. Und da stehen Tanks. Ich höre!
Hast du jetzt eigentlich mal eine dritte gebaut? Nein, wenn ich keine Hinkommen habe, soll ich eine dritte bauen. Ja, du hättest direkt den zweiten, dritten Nexus zusammennehmen müssen. Du musst ja irgendwie das wieder ausgleichen. Achso, okay. Das wusste ich nicht. Ich bin ja immer noch in der Lernphase. Formel 1 spielen kann ich ein bisschen, aber StarCraft, da geht gar nichts. Das werden wir dann sehen, nächste Saison ohne ABS. Mit Lenkrad, ey. Das wird der größere Nemesis bei mir. Mit Lenkrad, da kommt Medivac. Ja, ja. Vor allem schießen die Tanks, da haben die Tanks weiter vorgesiegt. Denn noch ist das möglich, leider. Bei dir steht übrigens ein Job. Warp hier mal Stalker rein. Ich hab nicht genügend Mineralien! Ja, dann bist du gleich tot, wenn du da nichts reinwarpst, bevor der auslädt. Sammelt schneller, meine Minions! Und auch noch reingewarpt in einen Pylon, der nicht unterstützt ist. Ja, was anderes ist mir nicht übrig geblieben. Ja, jetzt hat er gemerkt, dass er den Job hat, jetzt lädt er da aus und du bist tot. Okay, das war ziemlich das Schlechteste, was du da hättest machen können. Du hast gesagt, ich soll da reinwarpen! Ja, aber nicht so, dass du den direkt angreifst. Ja, jetzt bist du tot. Boah, Nergorix, ey. Satat ist ein Lehrer, weißt du? Ja, warp rein. Ja, das war falsch. Ja, du solltest auch nicht nur eine Einheit reinwarpen, sondern ja, am besten ich hab 8. Ich kein Geld, weil ich den Drecks komisch. Ja, Drecks wichtig ist dann habe. Nicht mit einer Einheit draufschießen, weil dann bemerkt der Gegner, dass da was steht. Das waren zwei. Ja, der zweite war aber noch nicht fertig. Es hat ja nur einer draufgeschossen. Eigentlich müssten wir gar kein zweites Match machen, aber wir machen das mal wegen dieser kläglichen Leistung jetzt, hier. Ich spiele jetzt Minecraft. Das hast du auch schon in einer Folge gesagt. Ja, das ist einfacher wie der Scheiß hier. Das stimmt. Sollen wir einen Minecraft-Let's Play machen? Ja, mit wem? Wieso mit wem? Könntest du zusammen machen. Ja, das stimmt. Wir machen hier ein schwieriges Projekt, was 10 Jahre dauert. Warum ruckelt Minecraft bei mir wie Sau? Soll ich das wissen? Ich hatte jetzt auch jemand angeschrieben unter meinem Minecraft-Let's Play von vor Ewigkeiten. Mich gefragt, was die Systemeinstellungen oder Systemanforderungen von Minecraft sind. Die sind extrem CPU-lastig. Ich muss das genauso googeln wie ihr. Es ist extrem CPU-lastig. Ja, aber du kennst doch Deutschland. Deutschland ist generell ein bisschen träger. Das ist nur träger. Ja, aber warum fragt man denn bei einem völlig unbekannten Let's Player? Du bist kein unbekannter Let's Player. In den Kommentaren. Nach den Anforderungen von Minecraft. Man kann doch einfach googeln. Du bist ein professioneller StarCraft-Spieler. Und ich denke, also, Minecraft kann man sowieso auf jedem Rechner irgendwie na, spielen. Nein, das ist extrem CPU-lastig, ne? Ja, aber extrem. Das Spiel ist ja schon von 2009 oder 11 oder ja, so. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand versucht, Minecraft auf einem Windows 98-Rechner zu probieren. Ich war übrigens schon in der Alpha von Minecraft, würde ich mal sagen, ja? Ich nicht. 1.3 habe ich angefangen. Wann habe ich Minecraft angefangen? Als Gronkh angefangen hat, er irgendwie was Größeres zu machen. Ja, als Gronkh bei Folge 3 Gronkh, war oder Junge, so. Gronkh! Wobei ich das vorher schon bei einem anderen geschaut habe. Der macht inzwischen keine Let's Plays mehr. Das ist sehr schade. Den fand ich damals ganz toll. Ich habe leider vergessen, wie er hieß. Der hatte so einen ganz langen Namen. Das war voll blöd. Wie hieß der denn? Ich glaube irgendwie McDuty oder so. Nee, das war noch länger. Aber irgendwie so was Ähnliches. Jetzt voll konzentriert hier den Chor setzen, den Salad andrücken. Übrigens Zerg. Eigentlich müsste ich auf Zerg Hotkeys wechseln. Fällt mir gerade auf. Hab ich hier auf diesem Konzert Hotkeys? Wo expandieren wir denn hier? Ja, du expandierst halt nach unten. Ja, ich hab die Gold genommen. Ja, du nimmst natürlich die Gold. Der Zerg kriegt die Gold. Natürlich. Deine Einheiten kosten aber nicht so viel. Gefühlsmäßig. Was spielen wir denn jetzt genau? Oh, schon mal eine Factory. Kann ich wieder meinen Overlord hier hinbringen? Nirgendwo. Das ist ja unschön. Ich weiß nicht. Das gerade eben hat nicht so geklappt. Schneller meine Minions. Wir müssen uns eine andere Taktik überlegen. Nein. Doch. Böser Marine. Gut, wenn er schon stirbt, dann soll er in Würde sterben. Ich habe immer Angst, dass ich zu viele Probes baue. Jetzt habe ich gleich beide Overlords verloren, sehe ich das richtig? Boah, Nergorix, ey! Soll ich deine Probe hier töten? Ja, die baut gerade da unten Pylons. Baut schon einen Starport hier. Möglicherweise cloaked Banshee. Also du solltest entweder einen Observer gleich bauen oder einen... Ding. Forge kostet nur Minerals. Ich habe nicht genug Gas für Dingens gerade.
Aber es dauert noch einen Moment, bis das kommt. Bis Cloak durch ist, meinst du? Ja, wie lange dauert denn im Durchschnitt Cloak, bis das durch ist? Weißt du das auch? Ja, Nergrix weiß alles. Nergrix weiß alles. Ich glaube 120. Er ist ja Weltmeister. Das stimmt überhaupt nicht. Von was soll ich denn Weltmeister sein? Ja, von StarCraft hier. Ja, das ist Björn. Das Weltmeister. Björn? Das ist Björn? Björn. B-Y-U-N. Vom Team Expert. Nee, warte, wir spielen gegen Terran, da muss ich... Sind jetzt bei Expert? Ich glaube ja. Expert, das gibt es bei uns auch, das ist so ein Ding. Ja, das ist genau die Firma. Da kommt der Push übrigens, Marine Tank Push. Wir brauchen Einheiten. Das läuft ja spitze. Du hast vorne wieder keine Pylons gebaut, sondern nur an deinem Nexus. Läuft ja spitze. Auch kein Training Mist. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Nee, nicht da! Warum baust du die denn da oben? Wir brauchen hier einen großen Ramp! An der großen Ramp, wie wir das im ersten Game heute hatten. Wie will ich das noch wissen? Also bitte. Ist ja erst 10 Minuten her. Wo fährst du denn jetzt hin? Manchmal macht er mich ja wahnsinnig, ne? Ja, das geht mir beim Nergorix genauso. Man soll was machen, dann macht man das, dann macht man das anderes. Haben wir inzwischen Einheiten? Ne, haben wir nicht. Ich muss gleich Photon Overcharge setzen. Wir brauchen direkt Photon Overcharge. Ja, wir sind tot. Du greifst auch nicht mit an. Ja, jetzt nicht drauf gehen. Ja, wir sind tot. Küssieren wir, ja, jetzt ist zu spät. Können wir genau in die Widowmine rein. Boah. Geht ja immer besser hier. Ja! Jetzt schickt er den Mothership Core auch noch einfach so rein. Ja, was soll ich denn machen, ey? Oder was kann ich das machen? Genau wegen solchen Gemeckere ist ein Formel 1 immer so hinten dran, weißt du? Ich meckere in Formel 1 überhaupt nicht. Ich sag nur, dass ich ohne ABS fahre. Oh, meine dummen Dinge, warum rennt ihr denn da immer rein? Ist noch irgendwas? Nee, ne? Die reißen, ja, drei. Hast doch Warpgate durch, aber drei Warpgates auf zwei Basen auch zu wenig. Boah, ey, ohne Spaß. So, wir machen jetzt gerne mal einen Verzweiflungsangriff, aber. Das ja, mit drei Adepten. Ja, also ich hab viel mehr. Okay, vor dem Overcharge hast du auch nicht mehr, ne? Okay, ich geh jetzt drauf. Crashen das doch. Das war die große Aufregung hier. Hast du was in die Luft schießen kann? Nein. Wäre sehr nett. Dann warp jetzt mit Stalker, bitte. Brauchen nämlich dringend was in die Luft. Und jetzt rennt er wieder da durch die Dingens rein. Boah, das ist echt. Hast du einen Observer inzwischen? Nein! Warum denn nicht? Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, gucken, dass ich überlebe hier. Ja, du machst aber ja nix. Alter. Wir brauchen jetzt dringend Detection, da liegen 20 Minen rum. Und du solltest Stalker warpen, hier am besten gleich. Ja, okay, jetzt sind wir wieder tot. Weil ich weiß auch nicht, warum du nichts hast. Ach, du hast jetzt in der Main gewarpt. Ja, warum auch nicht? Wir werden ja nur unten angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Streitkräfte. Jetzt mach doch mal bitte mit deinen Stalkern irgendwas. Die machen doch was! Nein, die stehen hier einfach rum. Jetzt renn nicht in alle Nines auf einmal. Schieß mal auf das Medivac einmal. Sehr gut. Jetzt meins fokussen. Spät. Keine Meinung Fokus. Alle Stalker verlieren. Check. Lass Let's Play beenden. Check. Ich meine, das Schlimme ist ja, wir halten das wieder, ne? Ja. Aber wir haben halt immer noch keine Detection am Start. Eine Robo ist eine ganz gute Tech-Wahl normalerweise. Warum leben wir noch?
Streitkräfte werden angegriffen. Solltest du mich jetzt mal langsam dringend dann gleich den Nexus hochziehen? Ich schick dir mal ein paar Minerals. Ich soll den Nexus hochziehen? Ja, du brauchst eine Eco, eine vernünftige. Da kommen sie übrigens schon wieder. Das sind die Widow Mines, ne? Ja, sind gut. Ich hab nämlich jetzt einen Tech. Wo denn? Warum gräbt der die denn aus? Das ist teuer. Weil wir inzwischen Vision haben. Wir haben Vision? Ja. Du hast einen Observer gebaut und ich hab Overseer gebaut. Ist doch herzallerliebst. Ich mach mal einen wagemutigen Versuch, nach unten zu gehen. Ne? Wo ist denn der Liberator da? Da kommt nämlich schon wieder ein Push. Lass ihn hier nicht locker. Aber inzwischen hast du Stalker vernünftig viele. Ja, aber da ist halt ein Tank. Deine Crawler läuft hier. Ja, das soll er auch. Achso, okay. Das war ein Geschenk. Hast du den Mothership war wieder gebaut? Nee, ne? Ja, der müsste irgendwo sein, ja. Der wird uns vielleicht schon ziemlich helfen. Der Tank kriegt mich vielleicht dann auf. Nee, ist auch zum Aufnehmen. Aber wir haben halt nicht genug, um das hier vernünftig zu crashen. Wird gescannt. Wo ist der denn? Nee, die stehen da vorne. Ich Fängst weiß es. Das ist ein Reichweite. So und wir haben nicht so eine riesen Reichweite. Du rennst gerade wieder rein, du rennst wieder rein. Nee, ich war da nicht, wir waren die Einheiten ganz alleine. Ja. Aber der kommt mir entgegen. Verstehe ich nicht warum, aber er ist mir entgegengekommen. Lass mal angreifen. Okay. Nicht nur rumrennen, auch angreifen. Okay, wir sind tot. Oder? Also wir halten halt viel länger durch, als wir dürften. Warum? Wir sind echt schlecht. Die sind echt schlecht. Aber wir sind leider noch schlechter. Da kommen drei neue Tanks. Jetzt hast du beide, Immortal, leider beide Dingens überleben lassen. Was habe ich überleben lassen? Beide Marauder mit einem Hitpoint. Deine Linge. Ja, ich kann nichts nicht ändern. Oh Mann. Das ist doch behindert. Hier, ich setze noch eine Fähigkeit ein. So. Boah, ey. Ach ja, okay, das hätten wir erstens nicht verlieren dürfen. Zweitens waren die Gegner viel schlechter. Und drittens, Katastrophenmanagement. Da hapert es noch so ein bisschen. Nergorix hat alle Ansagen vergessen, die man vergessen kann. Was für Ansagen? Ich habe gesagt, da kommt ein Push. Und dann hattest du drei Adepten. Ja! Also ein bisschen wenig. Ja, ein Push bei 2 Minuten, das ist auch schon mal... Bei 2 Minuten? Bei 7 Minuten war es, glaube ich. Warte mal, ich will mal reinschauen. Nicht. Da war der Push, bei 6 Minuten. Oder bei 5 Minuten 58 oder so. Ja, siehste. Aber das ist viel näher dran an 7 als an 2. Nergorix, was war da eigentlich los? 1 Minute 2 Supply Block. Ja, aber schau dir mal bitte meinen Wert der Armee an. Und deinen Wert der Armee beim Angriff. Ja, das ist der Rumspam, da kann ich auch. Warum Rumspam? Wert der Armee. Oder Army Value bei dir. Da siehst du es. 640 Ressourcen und alle anderen Spieler über 1920. Finde den Fehler. Hier unten übrigens ganz am Ende. Ich mag das so gemein zu dir zu sein. Hast du ja, verdient. Ja, da kommst, kriegst du ja alles wieder zurück. Ich meine, Formel 1, ich habe ja ein Auto, ne? Das schleudert so einfach mal ohne Grund durch die Gegend und rammt alles ab. Geht ja eh um nicht mehr viel. Er geht um 3. Platz, Junge. Ja, aber Mono ist ja überhaupt nicht kompetitiv. Was? Er sagt ja, oh, nö, geht ja um nix. Also Mono Echt möchte sich jetzt? Davon nicht triggern lassen, dass ich immer sage, es ist voll eng. Wahrscheinlich ist das ist einfach die Ruhe in Person, Nergorix. Warum Nergorix? Du hast schon wieder uns verwechselt, obwohl der andere gar nicht dabei ist. Egal, gut, so, nein, das war jetzt nicht. Eine tolle erste Aufnahme für Zyrok. Der macht mich fertig, der Junge. Das war's für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, hier oben rechts. Könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten jetzt ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.